Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurer neuen Zwei-Tages-Botschaft für heute und für morgen. Das Video ist wie immer zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann möchtest du dir auf jeden Fall etwas mitgeben, Botschaften, vielleicht auch Antworten auf Fragen, Gedanken, Gedankenhilfen und, ne? Wir ziehen natürlich heute drei Karten aus dem Lenny-Kartendeck vom lieben Mathiel. Dann werden wir eine Krafttierkarte ziehen vom Thomas Raschke und ergänzen noch eine mit Sicherheit tolle bzw. sehr aufschlussreiche Energiekarte, die alles nochmal so abrundet auch hier, ne? Ist ja immer ganz, ganz wichtig. Auch wichtig ist, dass ihr das Krafttier für die Woche über als Begleiter nimmt, als, ja, ich sag mal, Unterstützung, als Gedächtnisstütze auch, mit dem Krafttier als Assoziation zu irgendetwas oder mit dem Schlagwort, was da drunter steht. Das wisst ihr dann am besten. Ja, und vergesst nicht, wir haben ja noch August und ich hatte euch ja den Community-Post geschickt, dass im Juli und August immer wieder Rabatte unterm Video stehen, natürlich limitiert, weil ich kann ja, ich habe ja noch einen Vollzeitjob, das wisst ihr ja, die meisten wissen es zumindest, dass ich noch Trainer-Coach bin, selbstständig und das aber Vollzeit und deswegen ist es immer limitiert, aber schaut immer mal wieder noch im August unterm Video, da gibt es immer ein paar vergünstigte, rabattierte Legungen auch für euch, ne? Ja, in diesem Zusammenhang nicht vergessen auch, dass ja, das Video zu liken, wenn es euch gefällt. Damit supportet ihr mich, genauso wie ein kostenloses Abo, tut nicht weh. Und ja, die Glocke auch nicht vergessen, dann vergesst ihr, beziehungsweise vergesst nicht, aber ihr verpasst keine Videos mehr von mir, aber auch keine Community-Posts. Ne? Zum Beispiel jetzt, dass jetzt im Juli und August die Rabattaktionen starten. Ne? Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt aber mit den Lennys und legen die anderen Karten mal weg. Und dann mischen wir die mal und schauen uns an, was wir für drei Hauptüberschriften heute bekommen, für diese zwei Tage, für heute und für morgen. So, wichtig ist natürlich auch immer, das sage ich euch ja auch immer wieder, es ist ein Kollektivorakel, es unterstützt uns definitiv, aber eine persönliche Legung ist nochmal ganz, ganz, ganz viel tiefer, intensiver und deswegen natürlich auch die rabattierten Buchungen jetzt oder beziehungsweise rabattierten Angebote von mir jetzt auch noch im August, damit ihr das auch nutzen könnt oder jeder die Möglichkeit auch mal hat. Ne? So, jetzt ziehen wir uns diese Karte für heute und für morgen, dann diese und als dritte möchte ich noch diese haben. Was haben wir da? Da haben wir die Wolken, da haben wir den Storch und die Ruten. Ja, da wo jetzt vielleicht noch Unklarheiten sind in Bezug auf Veränderungen, vielleicht auch auf Gespräche und so, da kommt auf jeden Fall jetzt Bewegung rein. Manchmal sieht man ja nicht das Licht am Ende des Tunnels und wir haben hier in diesen Karten von Mathiel ist das hier so ein Mischmasch, wobei ich immer sage, so rechts ist vielleicht noch ein bisschen dunkler die Seite, aber ganz minimal. Auf jeden Fall kommen Veränderungen. Das heißt auch für mich noch mal mehr, es kommt Klarheit. Welches Thema gerade bei euch überhaupt ansteht, das wisst ihr am allerbesten. Es kommt Klarheit, es kommt die Veränderung. Das heißt, wir blicken mehr durch, wir sehen mehr Licht am Ende des Tunnels. Und dann kann auch darüber gesprochen werden. Diese Veränderung bringt uns auch ganz tiefgehende Gespräche. Die Routen, wer jetzt hier neu ist, wer es nicht weiß, die Routen sind die Tacheles-Gespräche. Das heißt, dass wir uns mit diesen Gesprächen oder in diesen Gesprächen miteinander auseinandersetzen. Wir wollen auf einen Konsens kommen. Kann auch mal hitzig werden, aber es heißt nicht generell, dass es Streitgespräche sind, sondern für mich sind das immer halt keine oberflächlichen Gespräche, sondern hier geht es ins Eingemachte. Und diese Klarheit, die da kommen möchte oder vielleicht auch, wo ihr sagt, boah, ich möchte endlich Klarheit bekommen, ich möchte jetzt diese Veränderung auch annehmen, dann redet darüber, ne? Weil die Veränderung haben wir ja als Mittelposition mit den Störchen und das heißt auch, durch diese Gespräche, durch ernsthafte Gespräche, könnt ihr was bewegen, könnt ihr was verändern für euch auch, ne? Und jetzt ist es auf jeden Fall die Zeit, dass ihr diesbezüglich auch diese Klarheit auch spüren könnt und auch nachher letztendlich auch ja, damit arbeiten könnt. Weil wenn man hingehalten wird oder wenn alles immer schwammig ist, ne, dann kommen wir im Leben natürlich nicht weiter, weil es stockt uns. Und manchmal ist es an der Zeit, dass wir selber sagen, okay, diese Veränderung, ich sehe da, dass wenn ich spreche, wenn ich endlich sozusagen die Wolken wegschiebe, wenn ich Klarheit bekomme, wenn ich mich hier behaupte, beweise, dann kann ich auch weiter vorwärts gehen. Dann wird mein Leben auch leichter und auch glücklicher. Vor allen Dingen, wenn es leichter wird, werden wir auf jeden Fall glücklicher. Schauen wir uns aber die Krafttierkarte natürlich da ergänzend zu an.
So, was haben wir da für eine, die uns begleitet, gerade zu diesem Thema oder zu diesen Themen, je nachdem, was bei euch da ansteht. So, und dann noch eine Energiekarte dazu. So, dann nehme ich uns diese hier. So, was haben wir da für ein Krafttier? Neubeginn, ach wie schön, schaut mal das Küken hier. Die 8 und ihr wisst, und wer es noch nicht weiß und die Lennys kennt, ja. Neubeginn, 8, der Sarg. Der Sarg hat immer ein Ende, aber auch einen Neuanfang. Und das heißt hier auf jeden Fall mit den Wolken, dass endlich hier auch ein Ende von Unklarheiten kommt. Die Veränderung kommt, die Gespräche kommen, vor allem die wichtigen Gespräche. Die wichtigen Gespräche, damit ihr etwas ad acta legen könnt, damit ihr auch hier den Neubeginn auch starten könnt, damit ihr das auch annehmen könnt. Und vor allen Dingen, ich glaube, es ist jetzt ganz, ganz wertvoll, dieses Kraft, dieses Küken halt sich auch zu verinnerlichen oder wirklich diese Woche noch mehr im Kopf zu haben, dass hier Neubeginn und vor allen Dingen Altes endlich auch gehen kann. Ne? Euer neuer Weg, euer, wie ich vorhin auch schon sagte, glücklicherer Weg. Aber manchmal ist es auch wichtig, dass man für diese Veränderung auch für sich einsteht, für sich kämpft, vielleicht auch mal Grenzen setzt. Ne? Oder immer, wenn irgendjemand euch hinhält und sagt, ja, machen wir mal demnächst oder irgendwann mal oder ja, weiß ich noch nicht und ja, es müssen wir leider noch aufschieben und. Nein, jetzt sagt ihr jetzt oder nie und sagt wirklich, was euch bedrückt, was ihr anders haben wollt. Auch im Job, macht den Mund auf. In Beziehungen, macht den Mund auf. In Bezug auf Kinder, macht den Mund auf. Ne? Steht wirklich für euch ein. Und ich habe auch in meinen Beratungen, in meinen Kartenlegungen, habe ich das sehr, sehr oft jetzt, dass es wichtig ist, auch in einem Familienumfeld mal endlich Klarheit zu sprechen. Ne? Sich nicht klein machen zu lassen oder auch nicht zu allem Ja und Amen zu sagen oder aber auch nicht alles einfach zu machen. Irgendwann reicht es auch. Ne? Ein Partner kann auch Aufgaben übernehmen. Kinder werden älter. Kinder kann man heranführen an Aufgaben. Ne? Seht zu und achtet auch mehr auf euch. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, damit ihr für euch auch diesen Neubeginn starten könnt. Aber das halt in der Kombination, die Veränderung kommt, wenn ihr wirklich auch sprecht. Und das ist wieder, ne, mein Kommunikationsschlagwort, oder nicht Schlagwort, das ist Quatsch, das sind ja mehrere Wörter, aber nur sprechende Menschen kann geholfen werden und so ist es auch. Und wenn ihr nicht für euch einsteht, wenn ihr euch immer unterdrücken lässt, dann kann es auch nicht anders werden. Ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig immer zu betrachten, weil jemand anders wird sich nicht aus der Komfortzone bewegen oder ja, sich das Bequemte jetzt unbequem machen, indem er oder sie jetzt sagt, ach ja, jetzt machen wir es mal anders, jetzt machen wir es mal so, wie du es so toll findest. Nein, es wird oftmals ausgenutzt, nicht immer im Bösen, ganz oft ganz unbewusst. Aber deswegen ist es auch an der Zeit, dass ihr auch mal darüber sprecht. Jetzt schauen wir uns an, was wir für eine Energiekarte hier noch haben. Die Dankbarkeit, ach wie schön. Dankbarkeit. Ich bin dankbar für dieses Leben und die Möglichkeiten, die es mir bietet. Und jetzt in der Betrachtung, euer Leben, euer endlich Grenzen setzen, eure Beendung von etwas, was euch nicht gut tut, was nicht so gepasst hat. Oder vielleicht, was in der Vergangenheit einfach gepasst hat, aber jetzt ist einfach ein, ja, ich sag mal, ein neuer Start, ein neuer Lebensabschnitt da. Und seid dafür dankbar, dass die Möglichkeit für einen Neubeginn jetzt da sind. Wenn ihr darüber sprecht, ist die Veränderung schon da. Die Klarheit kann kommen dadurch auch, ne? Ihr könnt endlich euren Weg einschlagen. Ihr könnt endlich sagen, okay, jetzt dadurch fühle ich mich befreiter und kann endlich weitergehen. Und ich bin unendlich dankbar dafür. Ne, das kann man von zwei Seiten sehen. Man kann dankbar sein, dass man jetzt die Chance hat, aber man kann dankbar auch sein, das, was man nachher damit erreicht hat. Ihr macht euch ja auch größer, indem ihr mal wirklich vor jemandem steht oder vor mehreren steht, wie auch immer, und dann sagt, nee, bis hier und nicht weiter. Jetzt muss ich was verändern. Und wenn ich das wirklich auch möchte, diesen Neubeginn, diesen Neustart, Altes jetzt vielleicht ad acta legen oder für Altes Grenzen setzen, dann habe ich jetzt die Möglichkeit. Und ich sage euch nochmal so schön, diese Energiekarte Dankbarkeit. Ich bin dankbar für dieses Leben und die Möglichkeiten, die es mir bietet. Ja, und das müssen wir uns immer wieder auch vor Augen halten. Es ist unser Leben jetzt hier auf Erden und
Ja, wenn nicht wir, wer soll es denn für uns verändern? Wer soll da was Besseres draus machen? Wer soll was anderes draus machen oder was Neues? Wie auch immer. Ne, seht diese Chance. Wisst ihr, und ich finde, das kann man ein bisschen mit Ehrfurcht, für manche ist es wahrscheinlich zu groß, dieses Wort, für mich jetzt gerade passend. Man kann auch mit Ehrfurcht sagen, wie schön es ist, dass man jetzt die Möglichkeit dafür bekommt. Ne? Und in den Karten steckt so viel drin, dass es auch an der Zeit ist, diesen Weg auch zu gehen, diese Veränderung und für sich einzustehen. Aber es geht nur dann, wenn ihr, sage ich auch ganz bewusst, aus eurem Schneckenhäuschen rauskommt und ihr wirklich auch mal sagt, so, jetzt reden wir mal, jetzt reden wir mal ernst. Jetzt erzähle ich auch mal meine Bedürfnisse, jetzt sage ich auch, was ich mir wünsche. Es geht nicht um den Finger auf jemanden zu zeigen und du, ne? Darum geht es nicht. Es geht darum, aus eurer Perspektive, aus eurer Situation zu erläutern, was ihr euch wünscht, was ihr braucht, was sich verändern muss, damit ihr euch gut fühlt. Ihr Lieben, mit diesem lieben, fetten Schlusssatz drücke ich euch auch nochmal ganz doll dazu und wünsche euch zauberhafte 2 Tage, eine schöne Woche, wenn ihr es am Montag geschaut habt, aber natürlich eine schöne Woche, erstmal nur bis Mittwoch, denn dann sehen wir uns hoffentlich hier wieder. Bis dann. Tschüss.